einzig Maja. Kleine, frecke, schlaue. Baby, I'm burning, yearning inside. Das Problem ist auch gewesen, ist, dass immer mit Jaun und mitgegangen hat. Der hat uns viel drinnen. Aber warum bist du nicht fünf Jahre? Ja, ich can't live out you dear. I'm going crazy. Schön in Ruhe anschauen. Ja. Und wenn jetzt da irgendwo extra eine große Biene zum Sehen ist, bitte nur mal zu sagen, dann ist das die Königin. Den müssen wir finden. Drohnen habe ich jetzt da noch keinen gesehen. Weil ja, das sehen wir nachher schon noch. Und das ist jetzt von mir da oben nur so ein Stückchen reingemacht worden mit Absicht. Und das ist schon der eigene Warenbau, den sie da oben gebaut haben. Und da du siehst wieder, sie bauen genau versetzt. Gell? Das Zentrum von der Zelle ist ganz genau. Sie hat eine Krone auf. Schreckt das nicht? Sie ist die Queen Elisabeth. Ja. Das ist die Königin. Das ist die Königin, ja. Der ist einfach viel länger als wir. Ja, der ist viel länger. Der hat einen sehr aufgeblähten Hinterleib, weil die Eierstöcke sehr aufgeschwollen sind. Ja. Well, I'll tell your friends you're the cutest girl that a boy could wish to hold. And I'll wrap you in my arms at night so you don't feel cold. Jetzt haben wir es. So. Ist das der Vorteil ist, wenn sie legt, ist, sind die Eierstöcke groß, weil sie viel Eier haben und kann sie schlecht fliegen. Nummer. Ich dachte, du schreibst das jetzt drauf. Jetzt hätte sie gerne da drinnen, ja? Das Baby. So. Die richtige Position, ne? Jetzt wird sie auch noch reingequetscht. Das ist wie Kastrieren. Das ist so wie bei dir Finger noch schneiden, das ist gar nichts. Außerdem nehme ich nur ganz ein kleines Stückchen weg. Der Flegel ist jetzt nur um 2 mm kürzer, sonst gar nichts. Sie spürt das nicht so, wie der Finger schneidet. Nein, die kommt da nicht aus. Sie verlässt den Stock, im Prinzip verlässt sie den Stock nur zweimal. Zum Begattungsflug. Wenn sie schlüpft, 5 Tage, nachher fliegt sie zum Begattungsflug und das nächste Mal beim Schwärmen. Der ist immer drin. Jetzt habe ich sie gequetscht. Kleber auf. Aha. Kann ich wieder zumachen? Nein, es ist sowas. Das ist so. Ja, du, und das denkt man mir gar nicht, was das für ein... So, Baby, du magst eh wieder gern heimgehen, gell? So nett, das ist einfach. Lass es einfach da rein, gell?
Also mal schauen. Jetzt ist nicht die Gefahr. Na schau, sie sind drinnen. Ja, Gott sei Dank. Sie werden raus sein jetzt. Ja. So schnell geht es. Na, ja, jetzt werden sie auf Heiden. Das ist natürlich der Brot ausgefallen. Aha. Nachher staubst du ab. Und dann fährst du in die andere Richtung. Aha. Die zweite Seite kannst du jetzt komplett ausschneiden. Ja. Du fährst nachher Zulauf. Ja. Ja. Wie lange schneidet man das? Kommt halt an. Welchen Honig das da hast. Es gibt Honig, der geht schenken raus und es gibt Honig, der kriegst du gar nicht raus. Aber. Also wenn das ein schlechtes Jahr ist, dann kriegst du das nicht raus, dass du die Haare von oben schneidest. Und dann die andere. Da geht er mir auch zu. Tut mir so. Und in die andere Richtung. Und wenn du auch so eine Partie fertig hast, hast du jetzt 8 Kilo Honig. Zur Verkostung, gell? She said I've seen you here before. I said I've been here a time or two. She said, hello, my name is Bobby Joe. Meet my twin sister Betty Lou. And we're both feeling kind of wild tonight. You're the only cowboy in this place. And if you're up for a rodeo, I'll put a big Texas smile on your face. I said, girls, I ain't as good as I once was. I got a few years on me now. But there was a time back in my prime when I could really lay it down. If you need some love tonight, then I might have just enough. Das Opfer ist dick darauf, da kommt jetzt noch keine Aussage. Unter den Deckel vorn weggehen, da hinten rum da. Aha. Und da könnt ihr mal reinriechen, Herz. Man riecht es schon von der Weide. Ja, von der Weide schon. Genau. Ja. Von der Weide riecht es schon. Ja. Boah. Man legt da, da die Bienen haben ja ab der Sommersonnenwende, gehen sie dazu über, jede Ritzen zum Zumachen. Aha. Und weil hier das Propolis wir ernten wollen, legen wir dieses Gitter drauf. Du kannst, drauf. Du kannst dran lutschen. Da. Das ist Propolis aus dem Bienenstock. Mädel. Das ist ein Websen, das ist ein Websen, genau. Ich kann schon aber so was schauen. Aber ich finde die Sonne nicht. Ja, in der Sonne wird da ja flüssiger. Genau. Ja, die tue ich jetzt in die Mitte rein. Und die Fulden, die schiebe ich zum Rand aus. Er hat der Erfolg wieder, ha? Schön, ja. Schmeißen darfst du nicht, dann hast du ein Problem mit den Bienchen. Nein, ich weiß nicht. Die Meere, die Biene flüstern. Your dear brother will give
y'all got the bitches and stitches and we're all hanging out. Let me throw it in the first day, what it's all about. Shoot that rapper and let the guitar play it. If it wasn't for the alcohol, I would be quoting Voltaire. But with that cute rockin' body, I can't be nothing but stay. Let's go to your place, baby. Stay up and watch the sunrise. But first, please stay on booze. Stop looking at my eyes. I'll be your sex object. I'll be your good old boy toy. We'll have the perfect redneck wedding, then a little bundle of joy. And somewhere down the road we'll look back and we'll laugh about this night. When I said, tell your boobs to stop looking at my eyes. Yeah.
to work, like a slave on deal.